Normalerweise ist er Student. Heute einer der meistfotografierten Männer in der Plus-City. Der Linzer hat Ähnlichkeit mit Brad Pitt. Das hört Thomas Bröller öfter. Bei der Kinopremiere Once Upon a Time in Hollywood trägt er ähnliche Kleidung wie sein Idol. In Taiwan bin ich mehrmals angesprochen worden, dass ich so wie die junge Ausführung von Brad Pitt ausschaue. Und habe mir gedacht, okay, jetzt nutze ich die Chance, wenn es schon so einen Contest gibt, der mache ich da mit. Und ja, habe eben versucht, dass ich das T-Shirt genauso nachmache. Habe eben überall nachgeschaut, in der ganzen Plus-City, ja, finde ich das T-Shirt oder nicht. Und schlussendlich habe ich mich dann mit meinem Mitbewohner zusammengesetzt, das ist ein Künstler und ein Zeichner. Und habe gesagt, okay, machen wir das T-Shirt einfach selber. Ähnlichkeit mit Brad Pitt hat er nicht, wohl eher mit Leonardo DiCaprio. Marlon Brosenbauer hat das Outfit aus dem Quentin Tarantino-Film nachgeshoppt und zeigt es beim Lookalike-Contest. Ich stehe gerne im Mittelpunkt, ich verkleide mich nicht gerne, also mir taugt das immer. Das ist ein bisschen Aufmerksamkeit und das ist gerade der richtige Anlass gewesen. Ich habe sofort zwei erspäht. Die nämlich wirklich, also tatsächlich ein bisschen 1:1 ausschauen wie die beiden Herren am Plakat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so vom Face, aber das Outfit, das siehst du sofort, die haben sich echt was überlegt, das finde ich total toll. Sie sieht der Hauptdarstellerin ähnlich, Model und Miss Austria 2016, Dragana Stankovic. Ich habe natürlich das Glück, dass ich ja schon die Haarfarbe habe von der Schauspielerin, also habe ich ein bisschen einen Vorteil. Ich muss gestehen, als ich die Dragana Stankovic gesehen habe, war sie unverkennbar. Robbie, wie heißt sie mit dem Nachnamen? Weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber eine der Hauptdarstellerinnen vom heutigen Film. Und ja, die Dragana schaut sensationell aus heute. Sensationell auch der 9. Tarantino-Film. Gefühlvoll blickt der Regisseur auf das Hollywood der 60er Jahre. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Würden Sie Ihre Arbeit so beschreiben, Cliff? Ihm Erleichterung verschaffen? Ja, das kommt ungefähr hin. Bei der Filmpremiere in Cannes war Ingrid Hueber den Schauspielern ganz nah. Tolles Gefühl. Und auch die Stars haben es dort irrsinnig genossen, weil sie gemerkt haben, wie der Film gut ankommt. Und es ist ja eine Szene im Film, wo der Brad Pitt sein Hemd auszieht, hat das ganze Auditorium, die Damen alle gekreischt, weil er ist ja super, also der ist gut beisammen. Das fast 3 Stunden Crime-Drama läuft jetzt in den Kinos. Oh Scheiße, das ist... Ja, okay, das ist zu heiß. Kann man da was machen mit der Hitze? Rick, ist ein Flammenwerfer. Ja.